Ja, und hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy mit einem weiteren kleinen Quiz. Das nennt sich hier denn ganz schlicht und einfach den Superhelden-Quiz. Und ja, da muss ich aber auch sagen, ich kenne natürlich, weiß Gott, nicht alle Superhelden. Ich habe so meine speziellen Sachen wie Batman, Hulk vielleicht auch noch. Aber was jetzt hier für die erste Frage ist, durch das ich es ja bereitstellen und so, hat man natürlich die erste Frage schon gleich gesehen. Muss ich schon sagen, finde ich schon sehr heftig. Wie heißt Thors Hammer? So heißt denn die erste Frage. Entweder Doom, Stormbreaker, Brock und das ist Mjolnir. Das finde ich schon eine knallharte Frage. Gar nicht mal so easy. Aber ich als Ark-Spieler gibt ja auch diese, ich nenne das jetzt mal neue Map, die heißt Funer oder so ähnlich. Ich kann das ja alles da nicht aussprechen, wie man es überhaupt aussprechen soll. Da geht es auch um, wie soll ich sagen, Wikingerzeit. Auf jeden Fall in solche Zeit und Thor gehört da eigentlich denn auch dazu. Ich gehe mal tatsächlich von aus, dass es dieses mit M, das hier. Ihr seht es aufleuchten. Mjolnir. Passt auf jeden Fall. So schaut man auch fast die neue Map bloß ohne M. Also ich klicke das jetzt einfach mal so an und richtig. Das ist der göttliche Hammer. Ihr wisst alle, wer Thor ist. Schätze ich mal. Solltet ihr eventuell wissen, so als Marvel-Fan oder so. Der eine oder andere weiß das denn vielleicht auch. So. Das war Frage 1. So, jetzt schwenken wir auch hier schon runter. Okay, es schwenkt sich diesmal von oben nach unten. Gut, da heißt die nächste Frage. Die Frage 2. Welche Farbe hat der erste Anzug von Iron Man? Ich meine, das müsste. Also, wir haben hier folgende Ausgaben: Rot, Blau, Rot, Gelb, Schwarz, Weiß, Blau, Weiß. Schwarz, Weiß scheidet aus, Blau, Weiß scheidet aus. Das ist eine andere Figur. Rot, Blau. Ich kenne natürlich Iron Man als rot-gelb. Aber ist er denn wirklich gelb? Eigentlich war der doch eher orange, oder? Oh, kann ich nicht sagen. Also, auf jeden Fall rot-gelb, denn. Aber ob es ein erster Anzug war, das mit dem ersten Anzug hat mir jetzt ein bisschen von den Socken. Was könnte der erste Anzug gewesen sein? Ich kenne jetzt nun, sage ich mal, die Superhelden zum Teil auch, aber ich habe, weiß Gott, nicht alle Marvel-Filme gesehen, weil die finde ich persönlich irgendwann ein bisschen zu viel. Zu viel leider und ich mag doch eher dieses alte klassische Zeug doch ein kleines bisschen lieber als das ganze Gemischte. Aber die Experten von den Leuten von den Filmen oder so, die wissen ganz genau bestimmt, was es ist. Also ich tendiere tatsächlich von Rot-Gelb. Wenn sie aber jetzt den allerersten Mal Iron Man Film meinen, kann es natürlich durchaus sein, dass er gar keinen wirklichen Anzug hatte und daher nicht diesen klassischen Anzug, den er so hat, daher vielleicht eine ganz andere Farbe hatte. Muss ich leider passen, also ich tendiere hier echt zum einfachen Standard. Dann nehme ich auf Rot-Gelb. Oh, war sogar richtig. Das finde ich schon mal so gut. Wirklich, das hat doch gut funktioniert. So, dann haben wir die nächste Frage. Und zwar, wie heißt der böse gegen Captain America? Weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Gar nichts. Captain America, das war der mit dem Schild.
Da sind wir wieder bei Blau-Weiß mit den Sternen. Da könnte ich natürlich ganz kurz so überlegen, Python ist eine Schlange, wüsste ich jetzt nicht, dass die da, dass es dazu kommt. Lyra klingt eher nach einem Gott. Hydra. Hydra ist doch auch eine Schlange. Also ich würde tatsächlich auf Mystica tippen. Mystik. Aber sicher bin ich natürlich überhaupt nicht. Ihr wisst es vielleicht schon. Also ich tippe da einfach ganz klar auf Mystica und leider war es tatsächlich die Hydra. Leider war es tatsächlich die Hydra. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Aber okay. Kann nicht, man kann ja nicht alles wissen, wenn überhaupt was. Wer wird 2022 als Batman zu sehen sein? 2022. Ben Affleck war es nicht mehr. Wenn sie den ganz neuen Batman-Film meinen. Das weiß ich nicht. Wie der neue Batman-Film, also der Batman spielt. Ich meine, Ben war das nicht. Also entweder Robert Pattinson, Daniel Radcliffe, die Namen sagen mir alle nichts. Also, ja, muss ich tatsächlich aufpassen. Ich weiß ja nicht, welcher Schauspieler das jetzt gewesen ist, der neue, der Batman. Obwohl ich zugeben muss, so schön war der jetzt nun auch wieder nicht. Die versuchen Batman immer als eine düstere Gestalt hinzubringen, hinzueiern. Finde ich schon extrem. Ich mag Batman als wirklich einen echten Superhelden doch echt lieber. Gut, ich werde jetzt einfach eins anklicken. Tick, 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 bäb, bäb. Ich nehme Daniel Radcliffe. Auch das ist falsch. Boah, zwei verkehrte Fragen schon. Schlecht, schlecht, schlecht. Wie heißt der Bewohner von Hala? Der Bewohner von Hala? Da müsst ihr erstmal wissen, was ihr mit Hala meint. Entweder ist eigentlich sind das Superheldenfragen und ich weiß nicht, wer dieser Superheld ist. Le Cre Gris Bri. Ja. Gut. Auf jeden Fall irgendein mit E. Guck mal, es heißt nämlich Brie, Gri, die eine. Guck mal, da könnte ich vielleicht ausschließen. Da ist kein R zwischen. Auch da hätte man ein Wort nehmen können mit R, aber ist es nicht. Also, komm, ich nehme mal Lee. Aber auch wieder falsch. Ach du Scheiße. Ja, lacht nicht, Leute. Nicht lachen, ja? Ich bin sensibel. Komm, das ist wirklich eine sehr, sehr schwer. Ich wusste ja nicht mal, worum es da ging. Aber okay. Gut, wie heißt Peter Parkers bester Freund? Fred, Ted, Ned, Ned, Brad. Ah, Peter Parker. Bester Freund. Entweder ist es Brad oder ist es Fred? Ned, Ned. Ja. Ich glaube, es ist Ned. Richtig. Yeah. Das war diesmal richtig. Habt ihr das auch gewusst? Man gibt ja sein Bestes hier. Wirklich. Alles, was man kann. So, welcher Superheld ist 1933 zum ersten Mal erschienen und somit der Urvater 1900 aller Superhelden? Captain Marvel? Nee, Superman 1933. Nee, Batman könnte tatsächlich so alt sein. Captain Marvel.
Spider-Man kam auch definitiv später. Obwohl, es gab schon. Ja, die ersten Batman-Filme, die gab es auch schon sehr, sehr spät, also sehr, sehr früh. Noch vor hier mit dem Boom, Bang, Bing und sowas alles gab es schon Batman und Robin in den 1950er. Habe ich aber nie sehen, also gesehen. Ich glaube, die war auch nie auf Deutsch. Batman, ja, doch, doch, ich. Das müsste Batman gewesen sein. Captain Marvel muss sich passen. Spider-Man, Superman scheiden aus. Kann natürlich auch Captain Marvel sein. Aber da weiß ich, aber ich weiß, dass Batman sehr, sehr früh schon ist. Aber es war tatsächlich Superman. Leider falsch, Superman. Allerdings war er in der ersten Story als der Böse. Puh. Sehr überrascht bin ich da. Aber gut. Naja. Schön. Gut. Nächste Frage. Wer war die erste Superheldin? Black Widow, Catwoman könnte sein, Wonder Woman könnte sein, Supergirl oder Batgirl. Ich meine, das könnte tatsächlich auch Wonder Woman gewesen sein. Supergirl hat was mit Superman zu tun, die kam erst deutlich später. Catwoman war eigentlich nicht wirklich immer ein Superheld, eigentlich eher Bösewicht gegen Batman. Irgendwann wurde sie dann mal, also sie hatte auch sehr spät Batgirl genau das gleiche. Die kam erst nach Batman. Ja, da kann es eigentlich nur Black Widow oder Wonder Woman gewesen sein. Aber Wonder Woman ist auch schon deutlich älter. Also ich gehe doch dann echt mal von aus, das müsste Wonder Woman sein. Und die Antwort ist sogar richtig. Sehr schön. Wer ist der bürgerliche Bruce Banner doch gleich? Bruce Banner. Wer ist der bürgerliche Bruce Banner doch gleich? Entweder ist er Captain America, Zorro, Hulk oder Spider-Man. Wer Bruce Banner also in eine Serie kennt, da gibt es sogar eine wirklich eine alte Serie. Da hat man noch keine Animation benutzt. Da hieß er sogar David Banner. David Bruce Banner, das steht auf dem Grab drauf. Das war eine schöne alte Hulk-Serie. Da hat man noch einen Menschen. Wie hieß denn der? Mr. Universum. Nee, nee, nicht Schwarzenegger, sondern Lou Ferrigno. Der hat dann mit den, ja, David Banner oder hier Bruce Banner. Bruce Banner ist ein offizieller Name jeden Comic oder so. Komm, wir zappeln nicht lange. Es ist natürlich Hulk. Es ist natürlich Hulk. Gut. Der frühere Bond-Darsteller Pierce Brosnan will erstmals in einer Comic-Superheldenrolle vor der Kamera stehen. In welchen Verfilmungen soll Brosnan als Dr. Fate zu sehen sein? Ich weiß nicht, wer Fate ist. Batman nicht. Black Adam, sagt man nicht. Black Widow. Das sind die Avengers. Nein, Black Adam. Keine Ahnung, wer Black Adam ist. Schade, ich war mir jetzt so sicher. Wie viele Oscar gewann Black Panther? Ehrlich jetzt? Was für eine Frage soll das jetzt sein? Ich weiß nicht, wie viele Oscars irgendwelche Filme bekommen. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil ich bin mir nicht sicher, ob man sowas eigentlich wissen sollte oder wissen kann. Also da könnte ich einfach machen 3, 4 oder 5 oder keins. Ich könnte mir aber vorstellen, Black Panther hatte welche. Ich komme hier 3. Oh, richtig. Sehr schön. Was für ein Arzt ist Dr. Strange? Ich wüsste jetzt gar nicht, wer das ist. Wo, in welchem Film? Es ist wirklich echt. Also ich glaube, Neurologe, ne? Hey, richtig. Wer war der erste schwarze Superheld? Der erste schwarze? Ach, sieh einer an.
Ich weiß ja nicht mal, wer The Falcon ist. Black Razor kenne ich nicht. Luke Cage. Black Panther, komm. Da fällt mir jetzt eigentlich nur an Black Panther. War sogar richtig. Die anderen habe ich jetzt überhaupt nicht. Wie ist Supergirl und Superman verwandt? Schwester nicht. Ich meine, das müsse Cousine sein. Cousine oder Schwester? Nee, nee, nicht Schwester, Nichte, Nichte. Oh, Scheiße. Nee, ich glaube Cousine. Die Nichte, der müsste Superman einen Bruder gehabt haben. Nee, das müsste Cousine sein. Das müsste Cousine sein. Gut. Wie heißt der Heimatplanet von Superman? Und das ist auch nicht sehr, sehr schwierig mehr. Das war die letzte Frage. Entweder Melmac, das ist Alf, Hehala, wie gesagt, weiß ich nicht. Randon oder Krypton. Das ist natürlich Krypton. Und damit habe ich die Frage richtig. Jetzt kann ich damit den Quiz schließen. Und sie, das ist, das kann sich sehen lassen. Sie haben, guck mal, ich kriege einen Applaus von denen, von das Bild. Sie haben 10 von 15 Fragen richtig beantwortet. Ein Großteil der Fragen haben Sie richtig beantwortet. Fällt Ihnen jemand ein, der diesen Quiz ebenfalls machen könnte? Nein, jetzt nicht mehr, weil ich es schon gemacht habe und alle, die dieses Video gesehen haben, wissen dann schon Bescheid und die können natürlich alle Fragen richtig beantworten. Ich Ich hoffe, hoffe, der der eine ein oder oder andere andere hat hat das doch tatsächlich ein bisschen gefallen und war vielleicht sogar ein bisschen besser als ich. Aber ja, es waren aber auch sehr viele Superhelden, so Fragen, die ich erhofft hatte, mehr über Batman, Superman. Spider-Man. Wäre vielleicht auch gut gewesen, wie Spider-Man zu Spider-Man wurde, wie Batman zu Batman wurde. Hätte ich natürlich vielleicht eher noch ein bisschen mehr gewusst. Bis dann, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Dann denken Leute, wir sind nicht fix, sondern Foxys und Game over.